Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart. Ich mache meinen Beruf als Gesundheits- und ja Life-Coach aus absoluter Leidenschaft. Bei mir geht es immer um vier Bausteine, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Ich habe ganz, ganz viel Erfahrung mit ganz vielen Menschen, durfte ich eben schon arbeiten, halte Vorträge, halte Seminare. Und wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann freue ich mich riesig auf dich. Dankeschön, dass du diesen Podcast hörst. Ja, und ich hoffe, dass er dir gefällt. Schreibe mir doch gerne, wie er dir gefallen hat, gerne in den sozialen Medien. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast auch schriftlich bei iTunes bewertest. Ja, heute geht es um ein Thema, was wahrscheinlich auch schon bei dir angekommen ist. Und du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass jemand zu dir gesagt hat, das musst du nur visualisieren oder manifestieren, dann bekommst du das schon. Ja, also es gibt es diese Menschen, die da draußen einfach sagen, okay, visualisiere das mal und manifestiere das mal, dann kommt das eben schon. Und ich möchte dir heute in diesem Podcast einfach mal so ein bisschen meine Sicht der Dinge erklären. Ja, ob das denn so wirklich funktioniert und vor allen Dingen, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Hast du dann was falsch gemacht oder ja, funktioniert das bei dir eben nicht? Oder was ist denn der eigentliche Grund dafür, dass bei dem einen das scheinbar so mühelos funktioniert mit diesem Visualisieren und Manifestieren und bei dem anderen eben nicht? Und weißt du, es geht ja immer irgendwie auch darum, dass man probiert, so ein klein wenig die Hintergründe zu verstehen, auch aufgrund von Beispielen. Und die werde ich dir natürlich auch hier liefern in diesem Podcast, dann ist es nämlich einfacher. Ja, wie ist es denn nun eigentlich mit diesem Visualisierungsding da? Und es gibt ja eine ganze Menge an Büchern da draußen, so nach dem Motto, wünsch es dir einfach nur, dann setzt du dich hin, schließt deine Augen, stellst dir mental vor, wie dein Ziel aussieht und dann gibst du das irgendwie ab und schwuppdiwupp hast du das manifestiert und dann kommt es schon irgendwann zu dir. Ja, ich weiß nicht, bei wem das so funktioniert. Bei mir hat es so nie funktioniert und ich glaube auch nicht daran, dass es eben so funktioniert. Das ganze Thema mit dem Visualisieren ist natürlich sehr, sehr, sehr wertvoll. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du bekommst nicht das in deinem Leben, was du visualisierst und was du dir wünschst, sondern das, was du eben ausstrahlst. Und das wiederum hängt mit verschiedenen Gesetzmäßigkeiten zusammen. Du bist die ganze Zeit, wenn du aktiv bist in deinem Leben, ein elektromagnetisches, ja, Schwingungsfeld, was immer am Strahlen ist. Und diese Strahlkraft, die geht in Resonanz, die interagiert mit anderen Energiefeldern und die anderen Energiefelder nennen sich im Übrigen Menschen, Tiere, aber auch feste Gegenstände sind nichts anderes als Energie, die schwingen nur ein Tickchen langsamer als du, deswegen ist das nämlich materielle Energie. Es gibt übrigens einen Podcast zu mir, gibt es Zufälle, da gehe ich ein bisschen auf die Quantenphysik ein. Wenn du Lust hast, hör dir den doch einfach mal an. Ja, und diese Interaktion mit verschiedenen Energiefeldern, die bleibt eben ja nicht ohne Folgen. Du bekommst also aufgrund dessen, was du jeden Tag ausstrahlst, ein Feedback und zwar dauernd. Und Energie kann nicht verloren gehen. Das heißt, wie du, und du kennst vielleicht diesen Spruch, so ein alter Spruch, wie es in den Wald hineinruft, ne? So schallt es zurück, aber nicht nur durch das, was du sagst, sondern durch das, was du ausstrahlst. Und ich bin dann auch nicht verwundert, wenn Menschen zum Beispiel auf Seminare gehen und die gehen auf diese Chakra-Seminare und sind total motiviert und rennen dann über glühende Kohlen. Das gibt es, ja, das kann man machen. Ist auch alles okay, aber die kommen dann eben nach Hause und sind dann total demotiviert, weil eben zu Hause die Welt ein bisschen anders aussieht, weil sie diese Energie A nicht halten können und weil von der kurzfristigen Motivation sich eben das eigene Energiefeld, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, eben noch nicht verändert hat. Denn in dem Moment, wo du zum Beispiel anfängst, dich zu verändern, in dem Moment, wo du anfängst, Dinge zu tun, damit du innerlich wachsen kannst, wird sich deine Energie Schritt für Schritt verändern und zwar in eine andere Richtung. Und das geht nicht von heute auf morgen.
Das Größte, was du für dich verändern kannst, was die stärkste Kraft hat und was quasi der absolute Turbo ist, und das gebe ich dir jetzt einfach mal mit auf den Weg, egal was du in deinem Leben erreichen möchtest, ob du jetzt eine dollere Karriere aufbauen möchtest oder ob du neue Freunde in dein Leben ziehen möchtest, ob du eine andere Partnerschaft dir wünschst oder überhaupt einen Partner oder möchtest deine Partnerschaft wieder ins Gleichgewicht bringen, egal was das ist. Wenn du den Turbo da wirklich einlegen willst, dann fang an, dein Herz zu öffnen. Das ist nämlich das größte elektromagnetische Feld, was du besitzt. Und in dem Moment, wo die Liebe, die Dankbarkeit, das Mitgefühl in deinem Herzen wieder entsteht und du deine elektromagnetische Frequenz änderst, in dem Moment schaltest du den Turbo ein. Und jetzt kommt was Wichtiges. Jetzt stell dir vor, du möchtest zum Beispiel Karriere machen. Du wünschst dir einen ganz besonderen Job oder wünschst dir mehr Umsätze. Und du fängst an zu visualisieren, du setzt dich hin, weil du auf irgendeinem Seminar warst und hast gelernt, wie man eben visualisiert, und du hast dein Herz nicht auf. Du fängst eben an, mit so einer Mähdrescher-Mentalität in dein Umfeld zu gehen und fängst an, auch Menschen nicht gut zu behandeln. Du gehst einfach nur deinen eigenen Ego-Weg. Dann mag das vielleicht kurzfristig gut gehen und du wirst vielleicht auch deine Ziele vielleicht kurzfristig sogar erreichen, aber die bleiben dir langfristig nicht. Das ganze Ding fliegt dir wieder um die Ohren. Und jetzt schau dich einfach mal um von den Menschen, die du in deinem Umfeld vielleicht auch hast, die eben vielleicht, keine Ahnung, ob du so Leute kennst, ja, aber die so eine Mentalität haben. Die sind A, nicht glücklich und B, fliegt denen immer ein kurzfristiger Erfolg, der nicht langfristig und gut aufgebaut ist, irgendwann um die Ohren. Und wir sind ohnehin momentan in einer Zeit, das liegt ja an unserem Bewusstsein, weil sich das erhöht hat, wo die Dinge einfach viel, viel schneller an die Oberfläche kommen. Also wie geht das denn jetzt eigentlich? Was kannst du jetzt tun neben dieser Herzöffnung? Was kannst du tun, damit deine visuellen Vorstellungen, also vielleicht dein Wunsch, auch sich wirklich erfüllt? Und da möchte ich dir heute so eine klitzekleine Anleitung geben, von dem ich glaube, aufgrund meiner Erfahrungen, aufgrund meines Wissens, denn Fakt ist, kein Mensch in diesem Universum, auf diesem Planeten, kann dir da die hundertprozentige Sicherheit geben. Aber ich möchte es dir von meiner Erfahrung einfach mal näher bringen. In dem Moment, wo du in einen ruhigen Zustand kommst, diesen ruhigen Zustand, den erreichst du, wenn du in eine Art Meditation gehst, also setz dich einfach hin, nimm ein paar tiefe und ruhige Atemzüge und dann fang an, diese Bilder zu visualisieren, die du gerne in deinem Leben erreichen möchtest. Aber jetzt frag dich eben auch mal, wie weit bist du denn entfernt von diesem Zielbild, das du da gerade visualisierst? Stell dir doch einfach mal vor, du möchtest jetzt eine ganz außergewöhnliche Karriere machen und du visualisierst den perfekten Job. Du siehst dich vielleicht lachen, du siehst, wie glücklich du bist, du siehst vielleicht auch, wie liebevoll du bist in deiner visuellen Vorstellung. Jetzt überlege dir doch einfach mal, wie weit bist du jetzt aktuell von diesem Zielbild entfernt? Und jetzt weißt du, was dich im Grunde genommen von diesem Zielbild eben auch noch, entfernt, nämlich die Entwicklung dahin. Und jetzt möchte ich dir wieder ein wichtiges Beispiel geben, was ich schon wirklich so häufig erlebt und vor allen Dingen eben auch in all meinen Coachings eben auch verstehen durfte und wo ich Menschen geholfen hatte, das eben zu lösen. Stell dir mal vor, du wünschst dir ein Leben in Freude und du visualisierst das in Freude. Du siehst dich also mental in deiner geistigen Vorstellung, wie du freudig, keine Ahnung, über eine Wiese läufst. Du hast aber Menschen in deiner Umgebung, mit denen du Frieden schließen musst, um diese wirklich wahre Freude in dir zu empfinden. Stell dir vor, dass deine Seele nach dieser Erfahrung wirklich sucht. Stell dir vor, dass deine Seele dein innerer Kompass ist, nicht dein Ego. Stell dir vor, dass noch etwas Unausgesprochenes ist zwischen dir, deinem Vater, deiner Mutter, zwischen dir und Freunden und deine Seele sucht diese Erfahrung. Dann verspreche ich dir, aufgrund meiner Erfahrung, die ich habe, du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen und dein Körper wird dir Signale schicken, weil etwas in dir noch nicht geheilt worden ist. Und du brauchst dafür überhaupt keinen Spezialisten. Schau dich doch einfach mal um, was noch in deinem Leben geheilt werden darf.
Und dann ist es so, wenn du glücklich werden möchtest, wenn du Freiheit ja in deinem Leben anziehen möchtest, im Sinne von ja dieser Freiheit, dass du vielleicht auch den Job bekommst, den du dir wünschst, dann musst du dich dorthin entwickeln. Und alles, was auf diesem Weg, also zwischen dir, deinem jetzigen Ich und dem zukünftigen Ich, also dem Ich, was du eigentlich erreichen möchtest, was du visualisierst, was dazwischen liegt, das ist dieser Entwicklungsschritt. Und ich mache dir jetzt mal noch ein anderes Beispiel. Vielleicht kannst du dir das dann auch, spaßeshalber mal merken. Da draußen gibt es Menschen, die wollen Dinge erreichen und die entsprechen ihnen überhaupt nicht. Sie wollen etwas sein, von dem sie glauben, dass das, ja, das Zielfoto ist. Das ist so ein bisschen, als wärst du ein Apfelbaum und du stehst auf einer superschönen Wiese und auf der Nachbarwiese steht ein Birnbaum. Und du glotzt die ganze Zeit rüber zu diesem Birnbaum und probierst irgendwie so sein zu wollen wie der. Das wird schwierig. Also ich meine, egal wie oft du da visualisierst und machst und tust, du bist nur mal ein Apfelbaum. Und was ich damit sagen will ist, also du bist natürlich keiner, versteh mich nicht falsch. Nein, du bist so wie du bist wunderbar. Nur etwas zu sein und sein zu wollen, was dir überhaupt nicht entspricht, ist per se schon mal ein ganz großes Problem, was viele Menschen haben. Leb doch dein Leben und stell deinen inneren Kompass mal wieder auch wirklich auf, ja, auf deinen Modus ein. Und dann lebe dein Leben und nicht das Leben der anderen. Und dann fängst du an, das zu visualisieren. Und das, was du dir wirklich in der Tiefe von Herzen wünschst, und Tiefe meine ich, wozu dein Herz und deine Seele eben Ja sagt. Und wie ich das eben schon gesagt habe, überlege dir mal, was ist zwischen dir, deinem jetzigen Ich, und diesem Zielfoto, was sind da für Entwicklungsschritte notwendig? Und wenn du jetzt denkst, du lieber Gott, das ist ja ein riesengroßer Haufen, ein riesengroßer Berg, da habe ich ja noch so viel vor mir. Ich muss ja da noch so viel Gespräche führen und Dinge auflösen und weiß der Kuckuck was. Nein, musst du gar nicht. Du darfst Schritt für Schritt in deinem Tempo gehen. Aber wenn du dieses Leben als Geschenk empfindest und den letzten Podcast, den ich im Übrigen gemacht habe, da ging es ja auch um die Wertigkeit des Lebens, also um dein Leben. Wenn dein Leben ein Geschenk für dich ist, und es ist ein Geschenk, denn dieses Leben ist großartig, wenn wir begreifen, dass dieses Leben für uns da ist. Und wenn du bereit dazu bist, ja, die beste Version von dir zu leben, dann wird dieses Leben ein absoluter Knaller. Aber frage dich eben auch, welche Entwicklungsschritte dahin wirklich notwendig sind. Und ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Es gibt immer mehr Menschen, die haben zum Beispiel Verdauungsprobleme, weil sie Dinge nicht mehr richtig verarbeiten können. Weißt du, stell dir vor, du visualisierst jeden Tag, dass du irgendwie, keine Ahnung, einen gesunden Körper hast, der alles wunderbar aufspaltet und verarbeiten kann. Stell dir vor, du nimmst einen Sack voll Nahrungsergänzungsmittel, du ernährst dich super gut und stell dir vor, du baust auch deine Darmflora richtig gut auf, aber du verarbeitest trotzdem nicht. Kann es vielleicht sein, dass etwas anderes in deinem Leben nicht verarbeitet ist, was du dir anschauen darfst? Und das ist genau das, was ich meine, was zwischen dir und deinem Zielfoto liegt. Glaube mir, du wirst alles in deinem Leben erreichen, was du in elektromagnetische Resonanz bringst, und zwar aus deinem Herzen heraus, was du lebst. Aber wenn deine Seele nach einem Entwicklungsschritt sucht, wenn sie diesen Entwicklungsschritt braucht, dann wird es eben noch ein paar klitzekleine Kurven geben, die du eben einfach, ja, in deinem Leben drehen darfst, bis du dort bist, wo du eben gerne hin möchtest. Und darum geht es. Weißt du, ich habe so viel in meinem Leben auch da selbst erfahren dürfen, in meiner eigenen Person. Und auch ich habe mich früher immer gefragt, warum erreicht der eine das so mühelos und schnell? Und warum war das bei mir in dem Fall dann nicht so schnell? Also es gibt zum Beispiel da draußen Speaker, und ich kenne natürlich den Speakermarkt sehr, sehr, sehr gut, also Menschen, die auf Bühnen stehen und vor anderen Menschen reden. Da gibt es ein paar, die sind wirklich kometenhaft nach oben geschossen. Kometenhaft. Und früher habe ich mich immer gefragt, Mann, warum ist mir das nicht passiert? Ich habe doch auch unfassbar viel visualisiert gemacht und getan. Und ich habe erst viel später kapiert, dass ich diesen kometenhaften Aufstieg
von meiner Seele her überhaupt nicht mehr ausgesucht habe. Ich habe einen Entwicklungsprozess gebraucht, um schlussendlich heute dazustehen, und ich bin ja noch lange nicht am Ziel, aber um schlussendlich da zu sein, wo ich jetzt heute bin. Und dieser Weg war eigentlich das Ziel. Nur ich wollte eben, wie ich eben das Beispiel auch gebracht habe, ich war auch Apfelbaum und wollte Birnbaum sein und habe da eben rüber geguckt und habe gesagt, ich will so sein wie der oder wie die. Und darum geht es. Du bist so einzigartig und stell deinen inneren Kompass mal wieder auf dich ein. Geh in deinem Tempo und ja, setze dich hin, visualisiere deine Ziele, aber, und das ist das Wichtigste, öffne deine Herzenergie dabei. Fang an, dein Herz wieder zu öffnen. Und gerade Männer haben ja ein riesengroßes Problem dabei, ihr Herz zu öffnen. Auch Frauen haben das, das habe ich auch schon oft erlebt. Und wenn du das gerne trainieren möchtest, wenn du das üben möchtest, dann fange an, in die Dankbarkeit zu gehen. Setze dich jeden Tag hin für 1-2 Minuten, atme in dein wunderschönes Herz hinein ein. Ist ungefähr so groß wie deine Faust. Kannst jetzt mal eine Faust machen, guckst da mal hin, sagst, ach, so groß ist mein Herz. Und dann atme dort hinein ein und atme aus und fange an, in die Dankbarkeit zu gehen. Ja? Und dann öffnest du dein Herz und räum in deinem Leben auf und überlege dir, wenn du ein freudiges Leben haben möchtest, was steht zwischen dir und der Freude? Was in deinem Leben will von dir aufgeräumt werden? Wo ruft deine Seele dich und sagt, spreche oder fang an, mit Menschen Gespräche zu führen, wo Dinge nicht aufgelöst worden sind? Ja, wenn du eine Krankheit hast, dann überlege dir, für was steht diese Krankheit? Da gibt es ja auch schon Podcasts von mir dazu. Und überlege dir auch immer und immer wieder, ja, dass du das verdient hast, dieses Leben in der besten Version von dir zu leben, aber das ist dein Leben und du lebst nicht das Leben von anderen. Und wie ich dir das eben gesagt habe, wenn du die gewisse Entwicklung brauchst, ja, dann wird deine Seele dir einfach immer wieder Situationen in Resonanz bringen, damit du genau diese Entwicklung erleben darfst, damit dein Leben eben schöner wird. Und das hast du eben auch verdient. Jetzt zum Schluss dieses Podcasts möchte ich dir auch noch sagen, das Quantenfeld da draußen oder dieses Nullpunktfeld, ja, wie es die Quantenphysiker so schön sagen, das birgt schon die beste Version von dir. Und jetzt stell dir mal vor, dass es da draußen eben diese beste Version von dir gibt. Stell dir vor, du schwingst da so irgendwie vor dich rum. Ja, wie so ein Geist. Ja, stell dir vor, du schwingst da so vor dich rum. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, dass du dich quasi in dieses Ding da quasi einschwingst beziehungsweise dich dahin entwickeln darfst. Du musst nämlich gar nichts. Und wenn du weißt, dass du das darfst und dass diese beste Version ja ohnehin schon da ist und dass das Leben ein Spiel ist und dass das Spaß macht, dann ist das doch auch gar nicht mehr so schwer. Und wenn du mit Menschen dich unterhältst, die eben ja visualisiert haben, manifestiert haben und haben ihr Ziel erreicht, dann stell denen doch mal die Frage, was sie alles an Veränderung in ihrem Leben hatten, um schlussendlich dann auch dieses Ziel in Resonanz gebracht zu haben, also oder in Resonanz zu bringen. Und da wirst du immer das Gleiche feststellen. Das war bei mir so, ist bei ganz vielen anderen Menschen so. Die Entwicklung, und das ist ein Gesetz, das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ist eben unfassbar wichtig. Schau dir mal die Bäume an. Ein starker Baum, ein schöner Baum ist gewachsen. Und ob du an dem ziehst, den beschimpfst, den besprichst, ja, der wird dann vielleicht stärker, wenn du ihn besprichst, aber der braucht eben eine gewisse Zeit, bis er groß und stark geworden ist. Und so ist es bei unserem Leben eben auch. Also, du hast die beste Version von dir verdient, setz dich hin, visualisiere, aber lebe eben auch dein Leben in der besten Version von dir Schritt für Schritt, weil du bereit bist dazu, eben auch die Veränderung in deinem Leben einzuleiten, damit du eben auch wachsen kannst. Und dann wird sich dein Ziel, dein Wunsch, ja, das alles, was du dir vorstellst, auch zu 100% erfüllen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Egal, wo du diesen Podcast jetzt hörst, vielleicht bist du ja gerade im Flugzeug, im Zug oder im Auto, wo auch immer. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, gerne schriftlich bei iTunes, wenn du mir schreibst in den sozialen Medien. Und wenn dir das alles zu kompliziert ist und wenn du vor allen Dingen auch ganz, ganz gerne mal erleben möchtest, wie sowas in einer Gruppe funktioniert, dann möchte ich dich wirklich zu meinem absoluten mega, mega, mega Herzensprojekt einladen, zu Energize Your Life, zu diesem
wunderbaren Seminar, wo du mich nicht nur auf der Bühne erlebst, sondern eben auch wirklich mal live erlebst, wie du dein Herz öffnen kannst, wie du Dinge so visualisierst, dass sie dann auch schlussendlich in die Resonanz gehen. Und dann lernst du ganz viele Hintergründe. Und im Übrigen, die Wissenschaftler sind auch mit dabei, und zwar von Infarct Protect. Und da kannst du auch noch messen, wie gestresst bist du, wie viel Energie hast du. In den Shownotes bekommst du von mir hier unten drunter einen Rabattcode. Du musst einfach nur runterscrollen und diesen Rabattcode gibst du dann einfach ein. Dann bekommst du das Ticket zum Schnäppchenpreis. Also freu dich drauf, ich freue mich auf dich und wünsche dir einen großartigen Tag und lebe dein Leben in der besten Version von dir. Von Herzen alles Liebe für dich, deine Kerstin.